Und dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen zu dieser Woche auf Sendung. Oh, ist das cool, dass man mit den Mikros nicht so in die Kamera brüllen muss. Man kann immer noch ruhig reden. Und heute würde ich gerne mal mit dem Aigi gern nochmal reden. Einigen von euch dürfte ein Begriff sein, die 2020 gelesen haben. Kennen vielleicht auch die Aigi-Landhymne noch. Ja. Zum einen möchte ich gern, dass du heute was über die allumfassende Aufrichtung erzählst, die ich gerade eben selber auch bekommen habe. Aber lass uns gerade mal erst so ein kleines bisschen erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Das fand ich auch, mega interessant, weil da gibt es ja diesen einen Satz in der in 2020, wo die Wir-Karte drin steht, ne? Und die gab es ja auch wirklich mal. Und da gab es dann zwei Marker auf Mallorca und einer war von mir und einer war vom Aigi. Und dann so haben wir uns getroffen. So haben wir uns dann getroffen. Ja, bei mir war es halt so, ich bin ja wegen Arbeit nach Mallorca gekommen. Ich war Skipper. Und habe einen guten Job hier gekriegt und bin nach Mallorca gekommen und habe mir das erste Jahr einen Arsch abgefahren in meinem Apartment hier auf Mallorca und habe mir deshalb gedacht, ich könnte mir ja ein Boot kaufen, weil das ist ein kleiner Raum und den kriege ich eher warm und dann habe ich mir gedacht, das wollte ich immer schon mal probieren und das habe ich dann probiert und da habe ich damals die Ohrmus gekauft, ganz billig. Und das ging absolut auf, weil war ein kleiner Raum, ich konnte es warm machen, im Winter war ich im Hafen, es war alles super, nur bin ich neu auf der Insel gewesen und war nur mit reichen Leuten zusammen, für die das System ja super funktioniert und war da der, so ziemlich der einzige Verschwörungstheoretiker. Aluhutträger. War also von daher ein bisschen einsam in dieser Richtung, weil ich niemand wirklich hatte, wo ich da sprechen konnte. Und dann kam diese Wir-Karte im Internet, wo eben die Leute sich anmelden konnten, die eben da damals schon gemerkt haben, dass irgendwas nicht richtig ist und die sie da verknüpfen konnten sozusagen. Ja. Und das war so eine Karte, das war, wo eben alle, und da war hauptsächlich eben Leute aus Deutschland. Und ich habe auf die Karte geschaut und da waren eben in Mallorca genau zwei Leute und das warst du und ich. Und ich kannte dich ja schon von ein paar Videos von Terra Nea, ein paar YouTube-Videos. Und dann habe ich die kontaktiert und dann haben wir uns getroffen. Und da haben wir dann viele Abende zusammen verbracht auf der Ormus und haben eben abgeklärt, wie wir die Welt besser machen können. Haben da so unsere Pläne geschmiedet und so einige von diesen Sachen habe ich dann auch wiedergefunden in 2020, was natürlich das Buch für mich super interessant gemacht hat. Und es ist einfach der Hammer, das Buch. Also das, ja, ich finde, das ist es immer noch. Ja. Also ich habe jetzt letzte Woche habe ich es auch noch mal gelesen und ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie die Wahrnehmung beim Lesen sich immer wieder mal ändert. So, ne? Also ganz unabhängig davon, dass es habe ich eben erzählt, so ne, die Finca im Buch, die war halt in meinem Film, war das immer eine ganz bestimmte Finca in der Nähe von Manacor, auf der ich halt damals gelebt habe, klar. Ja, und in Bezug oder unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das ja eigentlich wirklich so eine Bedienungsanleitung ist, für was man in 5 Jahren aus einem Stück Land machen kann, finde ich mich hier jetzt halt eben auf diesem Grundstück wieder und ich habe halt eben das Buch gelesen und war auf einmal dann hier auf diesem Grundstück und habe halt gesehen, dass eigentlich in dem Buch da auch wieder drinsteht, alles drinsteht, was ich hier zu tun habe. Deswegen ist das Buch nach wie vor hier für mich auch
Also es gibt Gründe, warum ich auf dem Schreibtisch liegen habe. So, ne? Es ist halt einfach sehr eng verwoben mit dem allen, weil ja auch diese Vision drin verarbeitet ist, die wir damals halt eben auch hatten und durchgekaut haben. Und ich kann mich noch so an diese geilen Abende auf der Ormus erinnern. Das war einfach eine coole Zeit damals, sowieso irgendwie. Dann aber halt auch diese ganzen coolen Sachen, die sich daraus ergeben haben, so, ne? Ja, Voll geil. jetzt eine Weile her schon. Ja, das war 2014, 13, 14. 2013, Ende 2. Ja, du bist noch nach. Nee, ist richtig. Ich bin mit Lina tatsächlich schon 2013 da gewesen. Ja. Und da war aber das Boot. War das auch schon im Ja, Hafen? ja. Ich war im Sommer immer draußen Ah. an der Bucht und im Winter bin ich in Hafen. Jetzt sind wir das ganze Jahr draußen, Ja. Sehr weil bemerkenswert. es einfach cooler ist. Naja, aber die Sache war ja die damals schon, dass wir ja gewusst haben, dass wir unsere Realität selber gestalten, mit unserem Denken und unseren Emotionen. Ja, war ja Manifestationskunst. damals Mary, das Buch Mary und Bodo Delitzsch Ja. mit seiner Wertschätzungsexperiment. Alter, weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Dass ich schon 3 Jahre vorher zu eben einem eben solchen Experiment schon aufgerufen hatte. Das war mir gar nicht bewusst. Aber das hatte natürlich dann irgendwie durch das Ding, Bodo hatte einfach eine wesentlich größere Reichweite damals. Und Er dann waren da einfach viel, viel mehr Leute bei. Und hat da war es das. einfach super easy erklärt. Ja, Ich wusste ja, das damals auch schon, ja. so dass wie man manifestiert. Aber ich wusste nicht, warum es wirkt. Und in 5 Minuten Erklärung von Bodo Delitzsch war das alles klar. Ja, genau. Deshalb wirkt es so. Er hat halt das so vereinfacht. Und das ist ja auch immer so die Sache. Wenn man sich jetzt weiterentwickelt, bewusst weiterentwickelt, also so ein paar Bewusstseinssprung, sage ich jetzt einmal, macht und einem Sachen klar werden, das habe ich vorhin auch mit dir so besprochen, das merkt man ja oft selber gar nicht, dass man Bewusstseinssprung macht, dass dir Sachen klar werden, weil wenn da irgendwas klar wird, dann denkst du in dem Moment immer, naja, ist ja logisch. Ja. Naja, das ist ja ganz klar. Musste ich ja, warum bin ich da vorher nicht drauf gekommen, so ungefähr. Ja, es ist schon dieses. Und von Manchmal daher ist das so ein Beifall klatschen, merkt man so, oft nicht, dass man so ne? einen Bewusstseinssprung dann macht. Ja. Und das ist eben mit der allumfassenden Aufrichtung, aber da sage ich später was noch dazu. Naja, was war dann? Dann warst du eine Zeit lang weg. Dann warst du eine Zeit lang in Deutschland. Ich bin dann 2015 erstmal zuerst nach, also eigentlich war ich dann erstmal ein halbes Jahr in Wien oder Korneuburg bei Wien und habe 2020 zu Ende geschrieben und bin dann auf Tour gegangen, um das zu promoten. Und das war dann bis ich im März 2017 dann wieder auf die Insel zurückgekommen bin. Ja. Und dann hatte ich die Felix. Da war zwischen dazu die Felix und da war zwischendurch 2016 noch das Ubuntu Festival in Graz. Graz, Da da haben bist wir uns du sogar dann getroffen, auch ja. noch dahin gekommen, was ich Ja. total geil fand. Da haben wir die Melli getroffen. Melli. Melli hat das organisiert, ne? Melli hat das organisiert, ja. 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 Melli kommt vielleicht demnächst auch nochmal nach hier. So. Oder was heißt nochmal? Also endlich mal. Wir haben inzwischen ein Buch zusammen auch geschrieben, Melli und Okay. ich. Ja, und dann kam 2020. Dann kam 2020. Und dann wusste man ja schon, dass 2020 ein besonderes Jahr ist, wegen deinem Buch. Aber in deinem Buch war es ein bisschen anders beschrieben. Aber 2020 kam dann Covid, Ja. Lockdown, volles Programm.
Und da bin ich ja auch wieder von der Insel weg gewesen. Ja. Anfang 2020 bin ich ja mit dem Tito dann rüber nach Deutschland. Weil ich wusste, dass das... Es war einfach nur ein Bauchgefühl. Das war ja total schräg. Ich bin ja... jahrelang bin ich ja nicht nach Deutschland, weil ich das dumme Gefühl hatte, dass sie da irgendwann die Grenzen zumachen. Haben mich alle immer für bekloppt erklärt. Ja, das ist ein EU-Land. Ich war 2 Wochen in Deutschland zurück, da waren die Grenzen dicht. Und nicht nur die Bundesgrenzen, sondern auch die Ländergrenzen. Und teilweise konntest du aus deiner eigenen Stadt nicht raus und so. Also das war schon sehr schräg. Und da war dann halt aber auch sehr zu sehen, so, ja, ist eine andere Zeitlinie. Ich habe da viel drüber nachgedacht, aber anders hätte es auch irgendwie gar nicht, ich hätte den Zeitpunkt, ich hätte es nicht anders haben können. Man hätte mir nicht anders vermitteln können, was in 5 Jahren passieren kann, wenn man es angeht. Weil wäre ich auf dieser Zeitreise nicht in 2020 gelandet, sondern in 2028, dann hätte ich den Bezug zu 2023 zum Beispiel nicht gehabt. In dem Buch geht es aber nicht, es geht ja nicht darum, dass ich habe ja keinen Anspruch erhoben darauf, dass das wahr wird. Ich bin ja kein Prophet oder so. Ne? Es ist ja wie gesagt eine erstmal in Printform schon mal manifestierte Vision. Und nach wie vor enthält das Buch halt eben tatsächlich die Anleitung. Oder nicht die also einfach sehr viele Inspirationen dazu, wie man innerhalb von 5 Jahren nach wie vor, wenn man mal damit anfängt, die Welt verändern kann, tatsächlich, indem man aber auch sich selbst verändert und weiterentwickelt und offener wird. Und ja, und das fand ich halt auch irgendwie bei dir voll cool, dass du da so, ja, du warst so richtig Mainstream bist du ja auch nie wirklich gewesen, aber ich weiß ja, was du auch so früher gemacht hast, so Würstchen verkaufen und sowas halt. Also, ne? Und ja, dann halt auch irgendwie mitzubekommen, so wie dann halt so jemand dann irgendwann sagt, so, ne, hab die Schnauze voll, ich zieh jetzt aufs Boot, so. Und das ist inzwischen 10 Jahre. 13 fast. 13 jetzt schon, wo uns auf dem Boot. Der Quische wird, also. Wie die Zeit vergeht. Ne? Ja, und dann hat man dann aber immer so seine Sachen, die man dazulernt. Bei mir ist es dann halt irgendwann ab 2017 die digitale Malerei gewesen. Und wo ich gerade 2017 sage, ich habe in den letzten beiden Jahren, 2020 und 2021 vor allen Dingen, aber auch, ja doch, aber da vor allen Dingen, mich sehr häufig dabei erwischt, dass ich gesagt habe, ich hätte so gern wieder 2017. Und was war 2017? 2017 war ich für mich schon so weit, dass ich mein Facebook so sauber hatte, dass ich da kaum bei 5000 Leuten, die ich in der Liste hatte, aber kaum irgendwie in Berührung gekommen bin mit Mainstream-Themen. Da sind Attentate und Anschläge passiert, die die Welt erschüttert haben. Da habe ich irgendwie Monate später von mitbekommen. So. Ich habe irgendwann, ich weiß noch, dass da irgendwie Berlin, Fußgängerzone, LKW, davon habe ich irgendwann im März erfahren. Da war auf definitiv kein Weihnachtsmarkt mehr. So, ne? Und das war aus der heutigen Perspektive gesehen wirklich auch der Grund, warum ich 2017 ein durchgehendes Hochgefühl hatte, über 9 Monate lang, ohne ein Tränchen oder Wehmutstropfen dazwischen. Es war einfach nur geil. Und das war das, was anders war. Das war das, was anders war. Ich war raus aus, ich hatte diesen Quatsch. Ich, ne,
Kevan sagt auch immer, wir müssen nicht aus dem System raus, wir müssen das System aus uns rausbekommen. Ja, klar. Und 2017 war ich da schon sehr, sehr weit. Ja, und dann kam erstmal die Bäckerfinker-Geschichte da. Da war dann auch schon wieder mit, ja, buh, das hat mich sehr viel gekostet. Ja, und dann kam 2020. Und da hat sich dann ganz maßgeblich nochmal geändert, dass ich dann halt eben nicht mehr drumherum kam. Ich hätte sofort Facebook löschen sollen. Dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft, auch diesen Corona-Brain-Fuck irgendwie zu umgehen. Ja, aber es ist ja alles Teil. Es ist ja Teil. Du hast ja dann gleich den Distance geschrieben. Ja, der ja, irgendwie ja, muss man das ja irgendwie. Der ja gepasst hat, weißt du, Mann. Wo man auch ein bisschen den Video dann gemacht haben, das war ja, ja ganz cool. Und es passt im Nachhinein gesehen, passt es ja alles zusammen. Das soll ja schon alles so sein, weil ich habe da zum Beispiel den Chris kennengelernt, den Basencoach, weil da ging es eben ja darum, mit 5G, überall haben sie diese 5G-Türme aufgebaut und ich wollte mir irgendwie was suchen, wo man sich gegen 5G sich schützen kann. Und dann gab es ja da diesen Dr. Knoblauch. Ja, da gab es ja diesen Dr. C, diesen Coldwell, der da ziemlich extrem war, wo ich mir gedacht habe, nee, der ist zu heftig. Und da kam ich zum Chris. Und da habe ich mir diese Karten bestellt von ihm, diese Heilkarten, die absolut genial sind, und hat da eben Kontakt gekriegt mit ihm. Und da ging es um diese allumfassende Aufrichtung. Und da habe ich mit ihm gesprochen, sage, wenn du das einmal irgendwie mal jemand beibringen willst, dann sag mir Bescheid. Das war 2020. Und sagt er, ja klar, aber im Moment natürlich mit Lockdown und so weiter, also geht natürlich nichts, aber sobald da was geht, wird er mir Bescheid sagen. Und ich hatte es eigentlich dann gar nicht mehr so auf der Uhr, um ehrlich zu sein. Und letztes Jahr kam dann auf einmal im Sommer ein Message vom Chris, wir hatten also keinen Kontakt mehr, wo er sagt, es ist noch ein Platz frei auf der Schulung für Heiler, um die allumfassende Aufrichtung zu lernen. Und er wäre happy, wenn ich kommen würde, weil er irgendwie da ein Gefühl hat mit mir, dass das passen würde. Und das wäre am 8. August. 8. August, ich bin Skipper. Also ich bin gerade im Sommer, hast du ist zu tun, die einzige Zeit, wo ich wirklich sage, ich habe absolut keine Zeit. Im Winter ist es ein bisschen ruhiger, aber im Sommer geht nicht. Die Leute bezahlen mich, dass ich das ganze Jahr bereit bin, sage ich jetzt einmal. Und speziell im Sommer, die paar Wochen, wo die rausfahren wollen, muss ich natürlich mir frei halten, hundertprozentig. Ja. Also habe ich am gleich mal abgesagt, habe gesagt, also vielleicht irgendwann im Winter, wenn du das nochmal machst. Und dann haben wir nochmal gesprochen und irgendwie ist mir das so im Kopf geblieben die ganze Zeit. Es hat mir irgendwie ein bisschen so gerufen. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Chef kommt jetzt. Katie habe ich gefragt, meine Frau, wann kommt denn der? Ja, von da bis da. Und am 8. fliegt er wieder heim. Am 8. August. Naja, das ist ja wohl ein Zeichen dann. Ne? Dann habe ich meinen Chef gefragt, sage ich, fliegst du auch sicher am 8. August? Weil ich hätte am 8. August einen Termin. Und er wollte unbedingt nach Ibiza mit der Familie. Und dann habe ich das nochmal mit dem Chris klar gemacht und so. Habe ich gesagt, du, pass auf, es kann sein, dass ich wettermäßig irgendwo festsitze in Ibiza, dann kann ich das Schiff nicht alleine lassen. Also ich kann nicht tausendprozentig zusagen, aber ich wäre dann mal dabei. Ja. Und die Sache war die, das Lustige war das, dass ich ja vorher schon immer, ich habe also da 2020 meinen allerersten Video gemacht und seitdem eigentlich keinen mehr,
wo ich eben mit diesem Lockdown und wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht es eigentlich los, diesen Wandel von der Welt, von unserer Dimension, was auch immer. Und da wollte ich halt seitdem immer irgendwie mithelfen, das unterstützen, diesen Wandel, in dem wir jetzt leben, offensichtlich da irgendwie unterstützend mitwirken, weil ich eben sehe, in was für großen Situationen wir jetzt sind und dass wir deshalb meines Erachtens uns hier reinkarniert haben, weil wir das eben miterleben wollen, ob aktiv oder nicht aktiv, und ich wollte halt irgendwie aktiver werden bei der Geschichte und habe mir immer gedacht, das Wichtigste ist eigentlich, dass die Leute verstehen, dass wir diejenigen sind, die kreieren. Wir kreieren. Keine Opfer äußerer Umstände, sondern das Gegenteil. Ja, und wir kreieren alles. Es sind nur eine Gruppe von, Wesen, sage ich jetzt einmal. Menschen mag ich gar nicht sagen, irgendwelche Wesen, die das genau wissen, dass wir kreieren und unsere Köpfe ständig damit füllen, dass wir nichts Gutes kreieren. Mit Fernsehen, wie wir erzogen sind, Schule etc., das ist ja alles, wenn man das einmal so im Nachhinein sich anschaut, ist ja alles ganz logisch, ja. Dass wir in so einer Situation sind, dass wir eben immer zu wenig haben, Mangel. Und dass wir diesen Mangel immer haben und dass wir daher immer alles nicht so positiv kreieren, wie wir wollen. Und das ist eigentlich alles. Wenn die Leute das einmal kapieren würden, wie wichtig unsere Gedanken sind, dann wird man alle richtig denken und dann wird man einen Garten auf Eden kreieren. Ruckzuck. Das ist nur dieser kleine Chip. Und das haben wir damals schon immer besprochen. Und das wollte ich halt immer, habe mir gedacht, mache ich vielleicht Videos über das. Nur irgendwas hat mich immer zurückgehalten, die Videos zu machen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, wenn man solche Videos macht, auch so wie du, man erreicht ja immer nur diese Zielgruppe, die ja sowieso schon so mehr oder weniger das weiß. Ja, es ist, die schauen sich das an und fühlen sich bestätigt. Ist auch gut und auch wichtig. Aber man erreicht ja kaum irgendjemand Neuen. Das ist irgendwie so schade. Eigentlich wäre am 28.11. RTL hier gewesen. Ja. Das wäre eine Gelegenheit gewesen, RTL-Zuschauern das Wort Permakultur mal in den Kopf zu setzen. Und nicht meinen 250 Zuschauern, die das sowieso schon kennen. Genau. Das Problem ist halt eben, dass halt die Besitzerin das nicht möchte, das hier. Und dann ist es. Aber und das hat man ja auch schon, das hattest ja auch schon mal im Mainstream etc. Ja. Die verbiegen das dann wieder so, wie sie es haben wollen. Ja, wobei ich ganz ehrlich, also da muss ich für RTL bis jetzt eine Lanze brechen. Die haben bis jetzt nicht versucht, mich durch den Kakao zu ziehen. Mainstream ist ja nicht der Pop hat was Tolles gesagt, Hofberichterstatter. Ja. Das passt, finde ich, viel besser wie Mainstream. Mainstream ist eigentlich, hört sich wichtig an. Ja, ist halt auch so ein abgedroschenes Wort, ne? Was ist Mainstream? Ist halt so der, aber Mainstream stimmt schon auch, wenn, Gerald Hüther oder hier Daniele Ganser im Moment so bei jeder Gelegenheit so, hat halt auch dem Gerald Hüther zugehört und kapiert, wie sich Gedanken, wie die tatsächlich unsere Synapsen, wenn du je nach Schaltung, wie unsere Synapsen geschaltet sind, kannst du bestimmte Gedanken denken. Wenn du außerhalb dieses Rahmens anfängst zu denken, dann passiert es tatsächlich, dass die Synapsen sich neu verbinden. Das war was ich irgendwann gemerkt habe, tatsächlich physisch gespürt, dass ich ein Kribbeln im Kopf hatte, das ich nicht erklären konnte, aber irgendwie bildlich gesehen habe, wie es da so abplöpst, plöps, plöps, plöps und anderswo wieder anplöpst. Und irgendwann hat dann der Gerald Hüther genau das bestätigt, dass genau das passiert, wenn man anfängt umzudenken. Und dann, was ist ein Umdenken? Zum Beispiel von
problemorientiertem Denken auf lösungsorientiertes Denken umzuswitchen. Mhm. Ne? Und wenn man auf einmal anfängt, sich für Lösungen zu interessieren, merkt man auf einmal, dass das auch immer anfängt zu kribbeln. Das heißt, das fängt wirklich, das fängt immer mit den Gedanken an und die Materie zieht nach. Genau. So, und der Daniele beschreibt es halt auch nochmal so schön, wie das halt eben so funktioniert. Wenn du einmal was gehört hast, ja, ist das dran. Wenn du das zweimal gehört hast, ist das schon präsenter. Beim dritten Mal hast du es auf dem Schirm. Wenn du es 5000 Mal gehört hast, dann weißt du, dass Haribo Kinder froh macht. Ja. Das ist das. So, genau so. Ne? Da gab es noch dieses andere Ding, wo ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ruft gewisse Sachen ins Publikum, ne? Haribo macht Kinder froh, bla 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 bla. Und dann so, heil! Mhm. Und die Leute haben gar nicht mal mitbekommen, dass sie gesagt haben. Ja, ja. Das ist das, wo, ne, so, dass, ups, scheiße. So manipulierbar ist das. Aber das ist ja das Gute. Wenn das so manipulierbar ist, geht's auch in die andere Richtung. Können wir es ja quasi selber auch manipulieren. Das heißt, wenn ich anfange, ganz bewusst zu gucken, womit ich mein Brain nicht nur 1, 2, 3, sondern am besten 5000 Mal füttere, damit das Realität wird. Genau. Und das ist ja im Prinzip genau diese Yogi-Technik, die das Fernsehen anwendet. Man erzählt, ja, da treffen sich dann 5000 Yogis in einem Ashram, die über ein bestimmtes, die treffen sich, um etwas zu manifestieren, um es real werden zu lassen. Und dann sitzen die da und manifestieren darüber. Dabei ist vollständig egal, was jeder Einzelne zu dem Ding denkt, solange er daran denkt. Deswegen ist das beim Fernsehen egal. Scheißegal, was du darüber denkst, was du siehst, aber du hast es gesehen, du bist damit beschäftigt, so wie alle anderen auch. Und da sind das nicht 5000 in einem Ashram, sondern 5 Millionen Leute, die im Wohnzimmer sitzen, das aber in dem Moment dann ein sehr kleiner Raum wird, solange da derselbe Sender läuft. Yeah. Und dann passiert das, dann sagt die Kiste, jetzt ist Krieg gegen Ukraine, weil der Russe böse ist und alle fangen auf diesem Sprung und dann ist Krieg. Yeah. Der ist dann völlig real und genau das war das, wo ich gesagt habe, hey, genauso wie man am 11. September 2001 an einem einzigen Tag den Krieg gegen den Terror installiert hat, könnte man an eben einem solchen Tag den Frieden installieren. Und das ist halt das, wo ich dann irgendwann gesagt habe, so, da könnte man das Fernsehen eigentlich super geil für benutzen. Ja, aber, und das denke ich eben, man muss, aber das müssen man wir muss uns auch holen, das werden ja, wir uns nicht und schenken. Man muss auch das Bewusstsein erstmal wieder hochschrauben und das dauert ein bisschen. Und das ist ein langsames Erwecken, wenn man jetzt einmal, nicht erwecken, ich mag das Wort erwecken nicht, erinnern, ja. Ich mag erinnern besser. Ich glaube auch, dass es solche Resets schon öfter gegeben hat, aber das ist ja eine andere Sache jetzt. Das werden wir, gehen wir zu tief rein, aber es ist ja so, wenn wir uns jetzt mal überlegen, damals, wo wir uns kennengelernt haben, wie gesagt, da gab es ja niemanden. Wenn du gekommen bist und hast gesagt, 9-11 war so ein Inside-Job, dann haben sie gesagt, du Verschwörungstheoretiker. Ja, genau. Und wenn du jetzt einmal schaust, wie viele Kanäle das es gibt und wie viele Leute das es jetzt schon gibt, und wie offen darüber diskutiert wird, dass es einfach ein Pack von Verbrechern ist, die da eben die Zügel in der Hand haben. Ich weiß noch, wenn wir das vor 10 Jahren gesagt hätten, dann hätten sie gesagt, oh Gott, das wollen mit dem, das dürfte man ja gar nicht so richtig laut sagen. Weißt du? Also es ist schon eine riesige Bewegung da. Und wie gesagt, jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Punkt, und das kommt ja auch mit dem ganzen Sonnenstürmen und mit dem, dass das Erdmagnetfeld abnimmt etc. und mit diesen Sachen, ist es eben jetzt so, dass einfach ein Erwachen bzw. Erinnern einfach da ist. Und wer ein bisschen feinfühlig ist, der kriegt das auch mit. Und wie gesagt, da wollte ich halt mithelfen und
irgendwie kam dann das mit dieser allumfassenden Aufrichtung so reingegrätscht, ja, wo ich gesagt habe, das passt für dich. Das muss ich mir jetzt anschauen. Und dann bin ich hin und dann weiß ich noch, ich habe mir ja die Videos angeschaut vom Chris und habe mir gedacht, dass man da die Beinlängen, erst sind die Leute alle schief und haben verschieden lange Beine und dann zeichnet er das an und dann hinterher, dann macht er da so, berührt die Leute gar nicht und dann hinterher ist alles wieder gerade. Dann denke ich mir, naja, geil wäre schon, aber vielleicht misst er ja ein bisschen vorteilhaft, mhm, und zieht das ein bisschen so also gerade. Also da habe ich eben drauf geachtet, ja, und gesehen, okay, nee, du ziehst an beiden Füßen gleichermaßen und auch vorher genauso wie nachher. Also da ist nichts. Und das ist eben, da habe ich mir gesagt, naja, aber man zweifelt ja immer so ein bisschen, ne? Man denkt ja immer, naja, naja, vor allem, wenn es um solchen Hokuspokus geht. Ja, und dann bin ich eben auf die Schulung gegangen, um das zu lernen. Und während wir das gelernt haben, haben wir das eben auch mitgekriegt, weil alle von den Schülern, sage ich jetzt einmal, also von den zukünftigen Ausführenden, waren ja alle schon aufgerichtet. Deswegen haben wir trainiert unter uns und du konntest immer sehen, das ist alles gleich. Und dann kam der Tag, nach, wo wir eben soweit waren, wir haben unsere Einweihung gekriegt, wir haben eben, sind bemächtigt worden, bevollmächtigt worden, das mit durchzuführen. Das, wir sind ja nicht wir, die das machen, wir sind ja eigentlich da nur ein Medium. Ja. Aber wir haben halt diese Connection freigeschaltet gekriegt, sage ich jetzt einmal, und dürfen das anweisen und das wird dann eben gemacht. Und dann haben wir am letzten Tag Leute eingeladen, die eben diese Aufrichtung das erste Mal dann gekriegt haben von jedem von uns. Und da hast du einfach das erste Mal gemerkt, hoppala, die sind ja alle schief. Und dann hast du das gemacht und wir waren alle natürlich super nervös und bei allen hinterher war alles gerade. Und das war dann eigentlich so erst wirklich der Knackpunkt, wo bei mir, sage ich jetzt einmal, kann ja nur von mir sprechen, wo ich gesagt habe, wow, jetzt sehe ich selber. Und jetzt habe ich natürlich schon einige von diesen von Aufrichtungen gemacht und sehe das Feedback und wie das, wie der Unterschied einfach ist. Ich meine, was da passiert, ist ein Wunder. Die Leute sind schief, die Beinlängendifferenzen sind da und dann machst du das und es begradigt sich. Das Tolle an der allumfassenden Aufrichtung ist ja, das Einzigartige, sage ich jetzt einmal, wir wissen ja alle, oder die Leute, die eben jetzt da ein bisschen tiefer drin sind, dass eigentlich alles an deinem feststofflichen Körper eigentlich nur Resultat ist, was in deinem feinstofflichen Körper passiert. Mhm. Was in deinem Kopf passiert, was in deinem feinstofflichen Körper passiert. Und das ist das Resultat. Wissen wir ja mittlerweile auch, woher Krankheiten, sogar vielleicht Unfälle kommen. Und das ist eben das Tolle bei der allumfassenden Aufrichtung. Da sieht man den Zusammenhang direkt für die Leute, wo es nochmal brauchen. Und ich muss sagen, ich bin auch einer von denen gewesen, wo das einfach nochmal das klar gemacht hat. Weil du arbeitest rein nur am energetischen Körper, ohne irgendeine Berührung. Und du löscht diese Sachen raus, beziehungsweise diese Sachen werden rausgelöscht. Und in dem Moment begradigt sich dein feststofflicher Körper. Krass. Und das ist eben diese Zusammenfassung, wo du sagst, wow. Ja. Was aber eigentlich viel, viel stärker ist bei der allumfassenden Aufrichtung, ist, dass sich eben dein Bewusstsein um einige Stufen anhebt. Und das ist das, was jetzt wieder die Leute nicht so merken später sofort. Merken, ja. Viele merken später und sagen, auf einmal ist mir das und das klar geworden. Viele merken es vielleicht selber gar nicht so,
Aber es passiert trotzdem. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn dein Bewusstsein sich anhebt, ist es ja nicht so eine Sache, wo du sagst, ah, jetzt merke ich es, jetzt weiß ich alles. Sondern dir werden nach und nach Sachen klar, wo du sagst, logisch. Und in dem Moment, wo sie dir klar werden, ist es ja logisch. Dann nimmst du ja nicht wahr, dass das jetzt vorher nicht so war. Ja, genau. Ich meine, du hast ja vorher schon mal erlebt, sowas. Ja. Aber das ist eben das Gigantische jetzt. Und da habe ich mir eben gesagt, ich hätte nichts Besseres lernen können als diese allumfassende Aufrichtung, weil dadurch kann ich eben das Bewusstsein, also nicht ich, dadurch wird das Bewusstsein angehoben von jedem Menschen, der die allumfassende Aufrichtung bekommt. Egal wo der steht in seiner Entwicklung. Das heißt, wenn jemand jetzt noch nicht so spirituell ist und das nicht so wahrnimmt, wird der trotzdem an einige Bewusstseinsstufen angehoben. Das heißt, der spart sich einige Reinkarnationen, um dahin zu kommen, wo er sonst erst nach einigen Reinkarnationen hingekommen wäre. Ob der das jetzt in dem Moment merkt oder nicht, ist ja wurscht. Aber diese allumfassende Aufrichtung bringt ihn so weit vorwärts, dass der die Zusammenhänge in diesem Leben noch kapieren kann. Ja. Und das ist natürlich, besser kann man nicht helfen. Und das ist das Gigantische, was ich an der allumfassenden Aufrichtung eben sehe. Und dass ich damit einfach nicht, dass ich in meinen Augen, in meiner Fähigkeit mit nichts anderem besser helfen könnte, als Leute aufzurichten. Also um Leute eben diese Aufrichtung zukommen zu lassen. Ja, genau. Und das ist das Gigantische daran. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal ein kleines Video dazu gemacht, ein Kurzvideo. Ich werde das auf jeden Fall mal unten drunter verlinken. War auf jeden Fall auch sehr interessant. Da hast du halt mal im Groben zusammengefasst, so, worum es eigentlich geht. Und wir hatten auch so ein kleines bisschen hinten noch reingeschnitten, für wie das so aussieht mit den, wo er eben von gesprochen hat, mit den Beinlängen und dass man das dann markiert. Ich habe das eben bei mir auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon etliche energetische Behandlungen bekommen, auch so Reinigungen, so, ich weiß noch, wo die Anka, die wollte, hat bei mir dann auch so fing die an und sagte, Bauch, ich finde nichts. Ich so, ich habe auch nicht viele Belastungen gerade, so, ne? Das war so, ne? Wo ich das eigentlich gewohnt bin, dass ich, wenn Leute solche Sachen mit mir machen wollen, eigentlich schon alles relativ gut ist. Umso überraschter war ich dann eben, dass ich ja fast 3 Zentimeter Unterschied in meinen Beinen sehe, die dann tatsächlich aber auch nach der Behandlung einfach weg sind. 3 Zentimeter Unterschied, locker, ne? Das war so. Das sind locker 3 Zentimeter. Nur die Markierung noch am Fuß hier. So. Wir haben ja Fotos gemacht. Ja. Also kann man. Kann ich ja noch reinbinden hier. Aber das ist ja eben das. Und das ist auch das, wo ich mir damals oft gedacht habe, mein Leben ist perfekt. Ich habe auf meinem Boot gewohnt, eine perfekte Frau, perfekter Job, perfektes Leben. Ich konnte mir nicht vorstellen, was in meinem Leben besser sein könnte. Ja. Ein Einkommen, wo ich mir keine Sorgen machen brauche. Ich konnte mir eigentlich alles leisten, was ich will. Jetzt kein Porsche oder sonst irgendwas, aber was ich will, konnte ich mir immer leisten. Ich brauche mir nicht nachschauen, wenn ich mir ein neues Kite kaufen wollte, habe ich es halt gekauft. Ich muss gar nicht nachdenken. Also alles war perfekt, hat aber trotzdem immer wieder so kleine Wehwehchen. Und habe mir immer gedacht, woher kommt das? Jetzt habe ich wieder hier Zahngeschichte. Woher kann das kommen? Ich bin total, total ausgeglichen.
Und das ist eben die Sache bei der allumfassenden Aufrichtung, geht man ja nicht in das jetzige Leben rein, sondern eben in die Leben davor. Das heißt, es wird alle Belastungen und Traumatisierungen gelöscht von deinen vorherigen Leben bis zu deiner Schöpfung. Diese ganzen Traumatisierungen werden gelöscht, wie auch die ganzen Traumatisierungen und Belastungen von deinen Ahnen bis zu 1048 mindestens, die auf dich negativ einwirken. Also nur die negativen Belastungen werden gelöscht. Keine von deinen Erfahrungen, sondern nur diese Belastungen. Und wenn man da mal überlegt, von 7 Ahnenreihen, was die erlebt haben, wissen wir ja gar nicht, weil wir gar nicht wissen, wie die Geschichte ist und was eigentlich richtig ist. Auf alle Fälle wissen wir ja so in kürzester Zeit, dass da Kriege waren, etc., Vergewaltigungen, was auch immer. Und diese Belastungen sind in deinem feinstofflichen Körper drin, wie auch die Belastungen von deinem vorherigen Leben, wo ja auch einiges passiert ist. Und die werden rausgelöscht. Und ich sehe das so, mir ist das so mal gekommen in der Früh, eine Erklärung, wie man das am besten erklären kann, ist, wenn man jetzt in ein Haus einzieht, wo voller Gerümpel ist, ja, du ziehst jetzt in dieses Haus ein und du lebst in diesem Lebensraum. Das, was vorher drin war, im Keller und im Speicher und das ganze, der ganze drin. Müll, ist alles da drin noch. Und du ziehst jetzt ein und der Lebensraum, wo du jetzt drin lebst, das ist dein jetziges Leben. Ja? Und das, da hast du natürlich schon einigen Dreck reingebracht, durch deine Geburt, Kindheit und so weiter. Jetzt haben wir da ran zu knabbern. Und jetzt gehen wir zum Heilpraktiker oder sonst zu einem Heiler und sagt, okay, ich möchte es jetzt bereinigen. Jetzt bereinigen wir alles das, was in diesem Leben ist. Und jedes Mal, wenn du in den Keller gehst oder den Speicher aufmachst, fällt wieder irgendein alter Gerümpel in deinen Lebensraum rein. Oder du schleppst irgendeinen Müll in deinen Lebensraum rein. Und das ist das, wo dann der Heiler und der Heilpraktiker nicht weiß, oder du selber nicht weißt, wo kommt das jetzt her. Deshalb kommen immer wieder solche Sachen rein. Auch wenn du ständig ständig mit einem guten Heilpraktiker etc. zusammen bist. Und das ist eben das bei der allumfassenden Aufrichtung. Räumst du erstmal den ganzen Keller und den ganzen Speicher und alles, was in der Immobilie war, ja, machst du sauber, wird sauber gemacht. Und dann kannst du dich auf dein jetziges Leben konzentrieren. Und auch die Heilung. Ja. Das heißt, diese allumfassende Aufrichtung ist die Basis für alles Heilen, für alles Gesunden. Weil wenn du einfach diesen Dreck da noch von vorher drin hast, weißt du nie, woher was kommt. Und das ist eben das. Also der erste Schritt ist immer die allumfassende Aufrichtung. Das ist die Basis und das ist wirklich ein Gottesgeschenk. Das ist wie ein Reset. Ich sehe da gerade noch so eine sehr interessante Parallele zu unserem Geist, der halt eben eigentlich genauso, das heißt, fängst ja eigentlich erst so mit 6 Jahren an, deinen Geist selbst aktiv zu nutzen. Bis dahin ist der, steht er auf Download und auf Aufnahme. Du kriegst in deinen ersten 6 Lebensjahren quasi die Basis für das, was du dann danach erlebst, mitgegeben. Und da alleine sind ja schon so viele Sachen drin, die mit Denkmustern zu tun haben, die teilweise einfach schon Generationen alt sind, aber einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Da sind dann auch so Sachen drin zu finden, wie unterschwellig. Es reicht, wenn es unterschwellig gehört wurde, aber dass dir jemand gesagt hat, dass du irgendwo nicht ausreichend bist, minderwertig bist. Genau. Ne? Und das sind die Sachen, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, Alter, das musst du dir bitte alles mal genau angucken, weil da sind Sachen in deinem Kopf,
von denen du gar nicht dir bewusst bist, dass sie da sind, obwohl du sie nicht nur denkst, sondern sogar vielleicht sogar laut ausgesprochen hast, die dir selber überhaupt gar nicht dienlich sind. Sehr schnell habe ich danach zum Beispiel aufgehört, von irgendetwas zu behaupten, es würde mich krank machen. Das war so ein Standardspruch damals. Ja, ja. Boah, das macht mich krank. Ja, irgendwann war mir klar, dass das alles magische Worte sind, die ich da von mir gebe und die Matrix nicht anders kann, als das dann. Aber wenn ich den Scheiß dann nämlich auch noch irgendwann glaube, wenn ich den 50 Mal gesagt habe, dann hat das ja fast gar keine andere Gelegenheit mehr, als mich krank zu machen. So, und ne, und das sind alles so. Das sind alles so, das ist das, was jetzt zum Beispiel nicht hilft. Wirkungsprinzip, ja? Denke ich. Ne? Aber das ist das, wo ich meine, mit dieser Bewusstseinserweiterung, die dann die Leute bekommen durch die allumfassende Aufrichtung, dass die dann solche Sachen erkennen, ja, die die vorher nicht erkannt haben. Wir haben das ja auch nicht gewusst, wo wir 6 Jahre alt waren oder 10 Jahre alt. Ja. Wir haben ja auch diese Erkenntnis bekommen. Wir haben halt, sag ich jetzt einmal, das Glück oder den Segen oder vielleicht nicht den Segen, dass wir an einem Punkt waren, wo wir halt schon ein bisschen weiter vorausgegangen sind. Ja. Ja. Was jetzt nicht besser, was uns jetzt nicht besser macht oder schlechter macht als andere, aber wir sind halt an verschiedenen Entwicklungsstufen. Und wenn man die Leute, die an der Entwicklungsstufe eben noch nicht so weit vorne sind, wenn man die ein Stück weiter nach vorne bringt, dann wird das für die auf einmal auch logisch und klar. Was? Die das eben in diesem Leben sonst nicht bewusst wurden. Für die logisch und klar und hilft uns natürlich dann aber auch wieder, weil wir gehen ja auch dann wieder einen Schritt weiter, wo wir sagen, okay, da können wir jetzt mal abhaken, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Energie kumuliert hier, um was zu machen. Das ist ja das. Diese ganze Geschichte jetzt mit dieser Aufrichtung, und da kommt auch noch die Telegonie dazu, wo ich jetzt auch diese Schulung gemacht habe, diese Telegonie-Löschung, aber das ist ein komplett anderes Ding, da können wir nochmal reden drüber. Also, aber das ist eben was, wo man jetzt, wo ich denke, es kommt jetzt eben auch in diese Zeit, kriegen wir diese Hilfen, dass wir diesen Wechsel in der Zeit einfach ins Positive, auf eine positive Zeitlinie bringen können. Und da kriegen wir jetzt alle Hilfen, die wir haben können. Es ist ja leider so, dass wir offensichtlich gar nicht mehr so wahnsinnig viele Leute erreichen brauchen, weil gerade wahnsinnig viele Leute gehen. Ja. So, ne, ich denke mal, das sind, ja, ist jetzt wieder so ein YouTube-Ding, da darf man eigentlich ja gar nicht offen drüber reden, aber eigentlich wissen wir, wo diese Übersterblichkeit herkommt, wenn du halt einen ganz bestimmten Grund nie nennen darfst, ohne dafür sofort einen auf die Fresse zu bekommen, ja, dann ist es eigentlich relativ klar, dass das der Grund ist. Gut, aber das ist auch so was, wo ich sage jetzt, das können du und ich nicht nachprüfen. Eben. Weißt, und von daher mag ich mich da gar nicht groß drüber unterhalten, ob jetzt, das sind alles Statistiken, ich gehe auch davon aus. Ja, aber es sind alles Statistiken, aber ich habe Mitte diesen Jahres, ist mir schon was aufgefallen. Nämlich dass ich vor allen Dingen so viele Todesmeldungen reinbekommen habe, wie in den letzten 10 Jahren. Ja, aber wir wussten das ja vorher. Hast du halt eben Selbstmorde? Leute, die auf einmal vor der Kamera zusammenbrechen. Du hast Selbstmorde, die erstaunlich viele dieses Jahr waren. Also nicht irgendwo aus Zeitungen, sondern, hey Bauchi, hast du letzte Woche tätowiert, die ist tot. Solche Sachen. Also Leute, die ich persönlich kenne oder halt aus dem direkten Umfeld, sind so viele Leute freiwillig gegangen. Und da war eigentlich so eine ganz gute Mixtur aus Leuten, die geschlumpft waren und welche nicht. Und dann gibt's aber noch die, die einfach so gestorben sind. Und ich schwöre dir, ich frag immer nach.
Die waren alle geschlumpft. Alle. Und das ist dann halt, also nee, ich will aber nicht das sagen, dass es keine anderen Gründe gibt, mit denen man da heute irgendwie sterben kann, auch plötzlich. Und das hat es vorher definitiv auch gegeben, dass Menschen plötzlich gestorben sind. Aber es ist schon relativ auffällig, wie viel das jetzt im Moment ist. Aber worauf ich da eigentlich gerade hinaus will, war das, was ich anfänglich gesagt habe. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so wahnsinnig viele Leute zu erreichen. Das meine ich auch in Bezug auf, wir können langsam mal anfangen, uns auf was anderes zu konzentrieren, als viele Leute erreichen zu müssen, mit tollen Ideen die Welt zu verbessern. Ich für mich habe jetzt sowieso rausgefunden, da ist der Kater, dass das Beste, was ich für den Rest der Welt tun kann, ist hier mein Leben zu leben. Einfach mein Ding zu machen, diesen Garten essbar zu machen und zu leben. Pum, Ende. Mehr Erklärungen braucht es für mich nicht mehr. So, und ich habe auch keine Lust, weiterhin da irgendwie so zu missionieren oder sonst irgendwas, weil ich selber halt eben ja auch mit diesem Missionierungs waren eigentlich ein großes Problem habe. So was ist die ganze, Trump und bla, diese ganze, also ne, das hat mich halt eben zum Beispiel bei der Q-Bewegung einfach von Anfang an gestört und auch sehr, ziemlich schnell eigentlich abgestoßen. Ich wollte dann von dem ganzen Q-Kram nichts mehr wissen, weil es Messianismus ist. Da wird schon wieder drauf gewartet, dass jemand kommt und uns aus der Misere hilft. Das ist wohl wahr, aber ich denke mal... Das ist nicht dienlich. Ja, ich will nicht von jemandem gerettet werden, der mir dann die Chance nimmt, es selbst zu kapieren. Und unser Problem hier... Die Krankheit auf der Erde ist der Gehorsam. Und wenn die Leute da mal einfach raustreten, dann braucht keiner mehr kommen, der sie rettet. Du hast schon recht. Die Sache ist aber die, du hast ja einen gewissen Bewusstseinsstand und ein gewisses Wissen. Und das haben viele Leute nicht. Und diese Q-Geschichte, denke ich, war schon gut in dieser Zeit, weil die viele Leute aus der Angst rausgenommen hat. Ja. Viele Leute hatten zum Beispiel, was ich so gemerkt habe, ist, viele Leute haben es kapiert, mehr oder weniger, dass das alles ein Fake ist. Aber die haben gesagt, zu mir zum Beispiel, siehst ja, es wird nichts passieren. Siehst ja, wie blöd die Leute sind. Nichts wird sich ändern. Die neue Weltordnung wird kommen, weil die Leute so blöd sind. Ja, aber jetzt stell dir als Alternative. Jetzt warte mal. Ja. In dem Moment, wenn die Leute das sagen, Leute, die eigentlich sehen, dass das nicht richtig ist und wussten von Klaus Schwab und seinen Machenschaften, wenn die sagen und glauben, dass die neue Weltordnung kommt und dass das alles so kommen wird, wie er vorausgesagt. Was machen die denn? Die manifestieren es. Das ist ja genau das. Ja, und genau das ist eben die Gefahr. Wir haben schon 2020 die Nummer gehabt, um das Ganze umzudrehen, meiner Meinung nach. Aber viele Leute waren in der Angst und haben gesagt, ich weiß das zwar alles und ich habe Angst und ich glaube, dass das genau so kommt, weil die Leute wollen ja Recht haben. Ja, ja, ja. Und genau so muss das kommen. Ihr Verstand will recht. Und da habe ich, ne, und das war eben das, wo ich gesagt habe, und du kannst ja sowieso mit den Leuten, die es nicht kapiert haben, kannst du ja eh nicht reden. Und, aber die Leute, und da habe ich oft gesprochen, sage ich, pass auf, in dem Moment, wo du das jetzt so sagst, manifestierst du das. Und damit hilfst du dem Nichtguten. Ja, genau. Ja. Das heißt, wenn du jetzt einfach manifestierst oder glaubst, dass alles gut wird, dann hilfst du so gut du kannst, um das zum Besseren zu wenden. Und da, glaube ich, hat Q vielen Leuten jetzt geholfen. Im Nachhinein haben sie dann auch gesagt, Ganzen nicht vielleicht noch mehr Angst jetzt geschürt, weil es ist ja nichts passiert von dem, was da alles irgendwie prophezeit worden ist.
Wenn du jetzt auf Trump ist überhaupt gar nicht mehr präsent. Also er stellt sich jetzt, glaube ich, habe ich mitbekommen, als neuen Kandidaten wieder auf für die nächste Wahl. Aber das dauert ja dann alles erstmal. Es muss erstmal einen ganzen Wahlkampf hinter sich bringen. Ja, aber es geht ja dann, es ging dann auf den nächsten Schritt zu. Dann kamen ja diese Guardians, wo sich das dann mit dem Looking Glass und so, wo sich das dann umgedreht hat, wo es dann geheißen hat, naja, die Menschen müssen das ändern. Ja. Durch unser Denken, durch unser Bewusstsein. Ja. Das hat ja da der Dieter Bröers aufgegriffen zum Beispiel, Gott sei Dank. Und der hat das eben so hingedreht mit diesen, so erklärt mit diesen Zeitlinien, weil er eben das auch fantastisch erklärt mit dem Quantenphysik, dass das einfach so ist, dass was wir denken, wird Realität. Und aber diese Leute, denke ich mal, sind mit Q erstmal aus dieser Angst ein bisschen rausgekommen, kamen dann in Looking Glass und verstehen jetzt langsam, das ist eine Bewusstseinserweiterung, was für uns jetzt so direkt nicht zu fassen ist. Und das, wenn du jetzt sagst, das also mit Trump. Ich wollte das auch nicht schlecht machen. Ja. Ich sehe halt lediglich den Unterschied immer. Jetzt stell mal vor, die ganzen Leute, ich weiß nicht, wie viel Zeit damit verbracht haben, das immer weiter zu verbreiten. Dieselbe Zeit stattdessen im Garten verbracht hätten. Ja. Oder statt Millionen Leute auf einer Demo in Berlin an einem Samstagabend dieselben Millionen Leute in ganz Deutschland verteilt in ihren Gärten. Am nächsten Montagmorgen hätte das einen riesengroßen Unterschied gemacht. Dann wären wir nicht nur irgendwie frustriert, blöckend da irgendwo oder wir sind friedlich, was seid ihr? Mhm. Okay, das ist ja zum Glück jetzt auch schon echt Geschichte, das habe ich echt lange nicht mehr gehört. Ne? Aber ja, weiß, worauf ich hinaus will. Ne? Wenn wir stattdessen unsere Zeit halt eben im Garten verbringen, dann wächst hier Zeug. Ich kann jetzt schon rausgehen und Sachen essen. Also ich weiß, also für mich kann jetzt hier im Prinzip der große Schlag schon kommen. Es wird mich nicht mehr so hart treffen. Aber es ist ja der Film, es ist ja dieser Film des Erweckens. Weißt, das wäre ja, es ist ja nicht jeder, zack, ab in den Garten. So weit sind es halt nicht. Das hat ja auch nicht jeder einen Garten. Aber die, die einen haben und die ganze Zeit nur Rasen mähen, die sollten sich überlegen, mal so ein bisschen was. Ein bisschen aber das ist, ja diese, das ist ja der Film, in dem wir ja sind. Und die Leute sind an verschiedenen Bewusstseinsstufen. Ja. Und dementsprechend. Und das ist ja auch das Interessante. Also ich finde das alles super interessant, in diesem Film das zu leben. Das ist. Und auch alles, wenn du jetzt einmal geschaut hast, was jetzt da passiert ist in diesem Lockdown, auch der Lockdown selber. Wir sind damals eingesperrt gewesen im Hafen und wir sind im Hafen sind wir geschwommen, weil das so sauber war alles. Ja, wenn man das mal konnte. Also es sind alles schon super interessante Geschichten. Aber gut, nochmal darauf zurückzukommen. Allumfassende Aufrichtung. Was hast du wahrgenommen? Weil wir haben noch gar nicht gesprochen. Was ich gemerkt habe, war, dass ich auf einmal hier an der linken Seite in der Hüfte auf einmal so ein Ziehen hatte. Also nicht unangenehm, es war nur deutlich spürbar, dass dann irgendwie hier rüber gewandert ist und dann quasi meine Wirbelsäule lang hoch bis in den Nacken rein. Das war deutlich spürbar. Ansonsten nichts. Weil das ist oft, also viele Leute merken nichts gar nichts. Wirklich irgendwie, also ich überlege gerade, aber ansonsten habe ich nicht wirklich jetzt irgendwas gefühlt, was nicht sowieso zum da liegen gehört hätte. Ich hatte zwischendurch gemerkt, dass ich mich was leichter fühle. Ja, und dann war es ja auch im Prinzip dann schon wieder vorbei. Ja, also viele merken da ganz deutlich was, viele merken eher wenig. Und das ist auch ganz von der Persönlichkeit abhängig. Viele haben berichten eben hinterher, dass
irgendwie, dass Schmerzen weg sind, komplett weg sind. Dass Schmerzen, ja, ich bin jetzt auch mal gespannt auf die Langzeitbeobachtung. Also das ist immer so, bei mir persönlich war es zum Beispiel so, ich hatte ja nichts damals, wo ich meine Aufrichtung hatte. Ich hatte keine Schmerzen, aber ich habe halt gemerkt, dass viele so Zimperlein, die ich sonst hatte, einfach nicht mehr gekommen sind. Die hatte ich einfach nicht mehr. Und da muss man aber schon aufmerksam sein, weil oft merkt man das nicht, weil man konzentriert sich ja nur, wenn was weh tut. Ja. Wenn was nicht weh tut, dann... Ist es dir ja nicht bewusst. Dann, teilweise. Ja. Gut. Also, Halleluja. Ja. Wenn euch die Sache interessiert und ihr mehr wissen wollt, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Wir können da auf jeden Fall in den Kommentaren drauf eingehen. Wir setzen uns aber sehr gerne auch demnächst mal wieder hier hin und beantworten Fragen gern auch so. Und wir setzen uns bestimmt auch demnächst noch mal hier und machen über andere Themen Videos. Ne? Ja, cool. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt. Abonniert gerne den Kanal und ich vergesse mal, was man da sonst noch sagen muss. Ich weiß, ich bin ja so ein scheiß YouTuber. Ne? Hier. Den Frieden für alle da draußen. Und lasst euch gut gehen. Halleluja. Was genau ist die allumfassende Aufrichtung? Die allumfassende Aufrichtung ist ein Meilenstein und Quantensprung der Heilwerdung. Im Prinzip wird bei der allumfassenden Aufrichtung alle Traumatisierungen und Belastungen deiner ganzen Seelenreise von Geburt bis zur Schöpfung gelöscht, wie auch die Belastungen und Traumatisierungen deiner Ahnen bis zur 12. Ahnenreihe, wird alles gelöscht. Dadurch kann sich dein Energiekörper begradigen und dadurch begradigt sich auch dein feststofflicher Körper. Muss man daran glauben, dass es funktioniert? Nein, muss man nicht. Es funktioniert immer. Bei jedem, ob er daran glaubt, nicht glaubt, sensibel ist, spirituell ist, egal. Es funktioniert bei jedem. Bei Kleinkindern, bei alten Menschen. Es gibt keine Altersgrenze. Es gibt keine Altersgrenze. Je früher, dass man die Aufrichtung vornehmen lässt, desto besser ist es natürlich, weil sich das Kind ganz anders entwickeln kann. Vom Körperlichen und vor allen Dingen auch im Geistigen. Also je früher, dass man es macht, desto besser. Nichtsdestotrotz ist es nie zu spät. Man kann es immer machen. Wie viele Sitzungen sind notwendig? Die allumfassende Aufrichtung bekommt man nur einmal im Leben. Und sie hält ein Leben lang und bis über dieses Leben hinaus. Löst die allumfassende Aufrichtung alle meine Beschwerden? Die allumfassende Aufrichtung löst nicht all deine Beschwerden. Sie löst die Belastungen, die bis zu deiner Geburt geschehen ist. Alle Sachen, die in deinem Leben angesammelt werden, können dadurch natürlich nicht gelöst werden, aber die allumfassende Aufrichtung ist wie ein Scheunentor, das geöffnet wird, wo man dann alles andere viel leichter bereinigen kann. Dadurch, dass du den Menschen ganzheitlich hilfst, kommst du den Heilpraktikern da in die Quere. Fühlen die sich angegriffen durch deine Arbeit? Ganz im Gegenteil. Ich arbeite mit vielen Heilpraktikern zusammen und die schicken alle ihre Patienten zu mir, beziehungsweise ich komme zu ihm und mache die Aufrichtung, weil die allumfassende Aufrichtung eben die Basis ist alles Heilwerdens. Das heißt, der Heilpraktiker wird dadurch unterstützt, das heißt, er hat bessere Ergebnisse, er ist erfolgreicher, die Heilungen sind schneller, effektiver und die Patienten sind glücklicher. Also auch so sieht man es hier an die Knöchel, dass die unterschiedlich lang
Also hier ist der Knöchel hier und hier ist ein bisschen weiter oben. Und genauso ist es hier. Ja. Dann ist mir im Bauch ganz warm geworden und es hat sich so angefühlt, als wäre hier ein Ziehen in der linken Hüfte. Also hätte hier jemand angezogen. Und dann ist die Energie, die Wärme aufgestiegen und meine Ohren und meine Backen sind ganz warm geworden. Krass. Es fühlt sich auch anders an. What your doctor said? That I born with this leg small than this. So he said the bones are shorter. The bones are shorter, yeah. So, of course we cannot make the bones longer, but let's see what we can do. Yeah, we check again. Yeah. I feel relaxed. I don't feel anything, but I see, like, I don't know, like, something in my eyes, different, like a little dot, like, I don't know, like it's moving, and this is not light, but it's like light inside my eyes. Okay, let's see. See that? Stand up. Yes. Looks like your bones were not long, too long, yeah, or too short. I feel that maybe I feel more, not too more like this, but maybe a little bit more wrecked. And I think that, yeah. I feel, I don't know how you say that, less tired on this part, because always like maybe tension, like more relaxed this part, and I think that my foot is like touching more area in the floor.